Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia, zu unserer letzten Sitzung. Denn es steht fest, hiernach kann nicht mehr viel kommen. Wir sind endlich im Reinen mit uns, mit unserem Schicksal, mit den Geistern, mit der Geschichte um die Ikaria, mit Mullen. Immerhin durften wir ihn einmal bekämpfen. Ich bin ausgesprochen froh darüber. Und jetzt sind wir in Gaia. Während des... Ich habe ein bisschen gelevelt. Wirklich nur ein bisschen. Es ist kein großer, bemerkenswerter Unterschied. Hier sind Wasser und Wind halt wieder hochgegangen. Hier auch. Bei Lierte, ich glaube, ein oder zwei Zauber hat sie gelernt gehabt. Genau, Drachensap, Gatsap. Nichts Berauschendes eigentlich. Im Moment benutze ich bei Lierte auch Eiszauber. Spekuliere darauf, Wind hochzukriegen für den zweiten Blitzzauber da unten. Ja. Und so ist das. Ganz entspannt eigentlich. Außerdem habe ich ein paar Sachen gefunden, fällt mir gerade ein. Wir hatten da ein nettes Rätsel, das mir eine halbe Stunde Zeit geklaut hat. Da haben wir gefunden, nicht den, nicht den, nicht das. Das hier haben wir irgendwo so rumliegen gefunden. Die Edelkette. Ach genau. Genau, die Edelkette war da drin. Und ihre neue Waffe war da drin. Finas Lichtpeitsche ist noch besser als Gottespeitsche. Bringt nämlich Fertigkeitsstufe, das heißt, bringt ihr auch für Zauber was. Außerdem habe ich etwas gemerkt. Mir ist mal ein Charakter verreckt. Oh Wunder. Und jetzt weiß ich, was das Tolle an einem Belebungsstein gegenüber einem Lebenstrank ist. Der Belebungsstein verwendet sich nämlich automatisch im Kampf, während man den Lebenstrank selbst anwenden muss. Deshalb kriegen auch die zwei die, weil die beiden einfach am wenigsten aushalten. So. Gut, so viel dazu. Tricks im Dungeon. Es gibt diese kleinen, diese ja jetzt großen Kakteen hier. Diese Viecher. Ja. Ach, zeige ich dann alles. Im Prinzip gibt es hier alle möglichen Viecher, bloß alle nochmal mit Gaia vorne dran. Und für den Fall, dass es später nochmal einen Speicherpunkt gibt, dass ich von da aus weiterhelfen kann, benutzen wir weiter Eiszauber. So als würden wir irgendwann noch weitermachen und unseren ultimativen Zauber da von Fina lernen. Klong. Außerdem halt die Viecher einfach scheiße viel aus. So, was haben die vor? Cold that freezes all, come here. Joa. Ja, ich kann euch kurz zeigen, wo das eine Rätsel, was ich erzählt hatte, kann ich euch zeigen, wo das war. Aber müssen wir ja nicht so oft machen. Oh, shit. Okay, scheiße. Der Angriff tut weh. Ja. Oh Gott, muss das denn sein? Danke. Gut, Justin. Dann machen wir das anders. So. Diese kleine Siedlertechnik sollten wir oft genug anwenden können, um hier durchzukommen. So, passt schon. Ja. Ja, diese Männchen sind ganz gefährlich. Oder können das nicht werden? Hier, das können diese Kakteen. Lop. Dags. Manchmal kommen Gegner raus, manchmal werden sie einfach nur groß. Komm ich jetzt dann vorbei?
Ja, und das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesehen, dass dieses komische Ding da in der Wand uns immer wieder Schleime entgegenspuckt. Ganz großes Kino. Oh. Dafür gehen die Schleime schnell. Ja. Bin gespannt, ob man bei dem, was in der Mitte von Gaia jetzt haust und wir da bekämpfen dürfen, überhaupt Baal noch erkennt. Bin ja echt gespannt drauf. Juhu. So. Oh, okay, das konnte ich nicht. Wo es hier lang geht, habe ich übrigens keine Ahnung. Ich sag's halt. Alle möglichen Gegner und ja. Ich schon mal unsere HP ein bisschen hier. Außerdem, yay, wir können's. Ich bin sicher, ihr seid genauso gespannt wie ich drauf, wie das hier alles enden wird. Also abgesehen davon, dass wir Gaia töten, das ist jetzt wirklich nicht so spannend, aber ich mache so den Rest. So, eins steht fest, Justins Waffen könnte ich hier noch sehr viel weiter leveln. Slimes geht weg. Oh. Slimes, was tut ihr? Und warum? Oh, immerhin sind es viele. Oh mein Gott, da teilt sich doch bestimmt mindestens einer auf. Autsch. Das war nicht der Plan. Ja, die Gegner hier können schon ganz schön übel ankommen. Oh mein Gott. Was die nämlich so gefährlich macht, sind ihre üblen Status-Mali. Minus 6 Verteidigungsstufen. Das ist nicht witzig. Und wenn die dann halt angreifen und inzwischen hauen die auch ganz nett zu, dann ja, wird das schon weniger lustig. Und dann haut so eine liebe Liete mal schnell aus den Latschen. Schade, dass mich das jetzt den Belebungsstein gekostet hat, aber ich denke mal, gut, werde ich halt ein bisschen vorsichtiger jetzt sein, was Hinterhalte angeht. Mehr Schaden. Mehr Treffer. Everyone okay? Hey, jetzt haben wir mal Spruch gehört, wie ein, in Anführungszeichen, knapperer Kampf kommentiert wird. Ja, da gibt's Sondersprüche. Haben wir bloß nie erfahren, weil... Ich meine, das wievielte Mal, dass mir der Charakter jetzt gestorben ist, war das? Hier war das. Hier war die Peitsche, hier war das eine Ding. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge man die vier da kaputt... in den Boden stampft, also drüber läuft... je nachdem, Nee, hier komme ich her, verdammt. Je nachdem öffnet sich eins dieser 6 Dingens, also geht runter. Und dann, ja. Kann man da halt ran oder muss die Monster besiegen, etc. etc. Eigentlich ganz simpel. By the grace of God. Das ist ein bisschen seltsam, dass sie von Gott redet. Ich meine, ich hasse es. Die scheinen ganz schön resistent zu sein. Wechseln wir mal. Ja. Das hat nicht gebracht. Der Nadelangriff geht noch eigentlich. Ist noch nicht so schlimm. Wirklich dramatisch wird es erst, wenn die diesen Feuertanz machen. Die Feuerzeit heißt das Ding. Und Bug für die ganze Gruppe. Angriffskraft plus 5. Das wird dann richtig, richtig unschön. Wow.
wenigstens mit den Gegnern nochmal anstrengend. Also eine Herausforderung in gewisser Weise. Klar, Lierte ist, was die Verteidigung angeht und die HP auch echt nicht gerade gut ausgestattet. Aber, naja. Naja, die, sagen wir, wenn wir mal an den Dungeon davor denken, mit dem hellen Boden, das Ding, da konnten die Gegner nicht mal sie irgendwie. Nicht mal ihr so richtig an die Pelle. Ach, genau, hier war das. Genau, es gibt auch noch unsichtbare Wandsegmente, also so komische Wandsegmente und. Hin und her, und das ist alles ziemlich verwirrend hier. Yay. Hier haben sie sich nochmal so richtig schön Mühe mit dem Labyrinth gegeben, habe ich den Eindruck. Irgendwas stand in deinem Chat. Schimmer. Oh, cold that freezes all, come here. Ich bin ziemlich sicher, dass das. Also, wenn jetzt mein Pop-Out-Chat auch noch richtig klappt, seht ihr auch, was da geschrieben wurde. Komische Sache, das. Was willst du machen? Illusion. Oh, nee, lass mal. Muss ich nicht haben. Mehr Death, ey. Ah, ätzende Viecher. Habe keine. Möget ihr euch königlich verpissen. Und tschüss. Hoppla. Soundtrack bei einer Technik. Das ist mir neu. Ich hatte Musik an während des Levels, deswegen weiß ich, wusste ich das nicht. Also heute trollt mich der Emulator. Und du denkst so, ach, bevor er jetzt das Spiel weglegt, langen wir nochmal zu. Super. Keimspore, Oxyspore. Jetzt erst. Oh, nee. Ist das ätzend hier. Ich bin nicht begeistert. Irgendwie will der Chat heute nicht. Das ist doch blöde. Oh, evil ones, leave this world. Das ist doof. Ja, also Menschenskinners. Ja, jetzt sieht ihr halt einen Ausschnitt aus meinem Desktop-Hintergrund. Wow. Huch.